Willkommen zurück zu den Alrix. Wir machen weiter mit unserer Rippers Resurrected Runde. Dr. Mortimer war gerade mit Miss Therese Whitmore auf der Tanzfläche, als eine Magd erscheint und die Gentlemen und Ladies bittet, im Hause sich einzufinden, da das Mahl angereicht wurde. Miss Whitmore hört auf zu tanzen, sieht er tief in den Augen und sagt, tja, sieht so aus, als müssten wir gehen. Theresa, darf ich Sie zum Essen geleiten? Oh. Ich darf Sie doch Theresa nennen, oder? Natürlich, Samuel. Und sie hakt ein und eigentlich ist er lustig, weil wer muss jetzt wen stützen? Oh, ich gehe ohne Probleme mit die Treppe hinunter. Ich greife meine Krücke, dann stütze ich mich wieder auf die Krücke und habe sie im Arm. Okay. Gut, keine Probleme. Das seht ihr natürlich so, dass ihr euer Leben lang verarscht wurdet. Man braucht ja auch die Krücke auf der Seite, wo der normale Fuß ist. Ja, stimmt. Nein. Das ist der linke Unterschenkel, da habe ich die Krücke. Nein, dein rechter Unterschenkel. Das heißt, das ist der rechte Unterschenkel. Okay. Ja, gut. Ja, dann. So ist es. Ja, ich habe sie jedenfalls auf der Seite am Arm, wo mein gesundes Bein ist. Ah, okay. Ja. Gut. Also an der falschen Seite. Dann muss man halt improvisieren. Dann werdet ihr direkt neben den Garten in einen Festsaal, der am Rande des Hauses gelegen ist, hineingeführt durch eine doppelflügelige Tür mit Glaseinfassungen. Und ihr seht vor euch schon zwei reich gedeckte Tafeln mit Gedeckungen und Namensschildern für jeden Gast. Oh! Ich eile hin, ein bisschen zu forsch. Wir dürfen uns aber also noch nicht setzen, sondern... Die Leute finden sich langsam ein, okay. Das Brautpaar findet sich ein, die Brauteltern, der Reverend, und sie nehmen gemäß Platz. Auf dem unteren Tisch sind die näheren Angehörigen und auf dem oberen Tisch die entfernten Gäste. Das heißt, wir werden hier irgendwo hingesetzt. Am oberen Tisch, ja. Sagen Sie mir doch, Theresa... Womit handeln Sie? Sitzt die Theresa überhaupt neben ihm? Oder muss sie ihn jetzt verlassen? Nein, wir stehen ja noch. Ja, sie stehen noch. Also okay. ihr begebt euch langsam. Okay. Das. Nur mit diesem das. Ich versuche, kann ich Ihnen eine Probe machen, um mir das aus der Nase zu ziehen? Ich möchte halt wissen, mit was. Ne? Hast du... Überreden? Ja. Jetzt, wo wir getanzt haben, charmant war... Ja, hast du überreden? Ich habe überreden, ja. Ja, dann überreden. Funktioniert mit Verstand? Oder nein, mit das ist eine eigene Fertigkeit. Ja, aber wenn ich die nicht habe, dann kann ich auf das Willenskraft würfeln. Willenskraft, ja. Minus 2, ja. Das bedeutet, wenn ich 6 bei Willenskraft habe, habe ich überreden eine 4. Nein, du würfelst und dann 6. Ziehst du 2. Was ist mit diesem Wald da? Ja, natürlich. Bekomme ich den? Ja, natürlich, eine 6. 2. Wild die. 1. Schicksalspunkt. Ein wenig. 2. Schicksalspunkt. Okay, natürlich. Normalerweise kann 4. man es einmal, aber. Nee, mit. Du brauchst Abzug. Jetzt. 4 minus 2 ist 2. Autsch. Aber wir gehen jetzt mal raus, dass man das wirklich kann. Hast du es nicht geschafft? Ich möchte sie wieder zurück. Hat nicht funktioniert. Du musst was Cooles machen zuerst. Nicht zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Tut mir leid. Na gut. Ja, du hakst nach. Und sie. Ich finde es einfach nicht heraus. Vielleicht ein andermal. Oder du schickst deine Tochter, die spezialisiert ist, Leuten Dinge aus der Nase zu ziehen, hin. Mein Plan B. Okay. Ja, natürlich. Ihr seid ja ein Team. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Aber der Vater weiß ja, wie neugierig ich bin und... Ja, natürlich. Nee, Informationsbeschaffung und so. Naja, dann schließe ich mit den Worten um. Ich sehe, die sitzen an unterschiedlichen Tischen. Ich werde mich... Eigentlich nicht eigentlich sitzen. Töchtern zu meinem Sitz begeben. Ja, okay. Ist der Tisch gut gefertigt? Würfel auf Wahrnehmung. Oder wackelt der oder so? Nein. 6. Er ist bombenfest. Das hat ein Master Craftsman gefertigt, diesen Tisch.
Die Familie Lang hat tatsächlich. Kann man auf den Stepp tanzen. Mehr als genug Geld. Er ist wirklich toll, er ist. Mein Schlittenfall mit dem Tisch. Ist neben mir ein Herr gesetzt worden, oder wie ist die Sitzordnung? Ja, wenn du das willst. Es ist jetzt hier. Na klar, ein charmanter Herr, den ich in ein Gespräch verwickle. Und er ist überhaupt. Er ist sehr stattlich. Ein bisschen älter schon, gehen. Aber. Hat er Geld? Ja. Das bist du vom, also, er ist gut eingezogen. Also. Kann ich noch kurz vorher zu Eleanor humpeln? Ja, natürlich. Eleanor, Schatz. Ich humpel. Ja, Vater. Wo ist Carrie? Sitzt sie unter dem Tisch? Ich sitze genau neben ihr. Oh, entschuldige. Wie ist der Tisch, Liebes? Wird er das Essen halten? Oh ja, das wird er. Vater, motivieren Sie sie nicht auch noch. Eleanor, Liebes, siehst du diese Dame dort drüben, Theresa Whitmore? Oh ja, natürlich. Ich habe vorhin schon einige Erkundigungen über sie eingezogen. Oh, was hast du denn in Erfahrung gebracht? Nun ja, dass sie vor kurzem verwitwet ist und mit recht dubiosen Waren handelt. Aber keiner konnte mir genau beschreiben, worum es sich dabei handelt. Und dass sie wohl eine Freundin der Archäologie sei. Ja, darum geht es mir. Auch ich konnte nicht sie herausbekommen, womit sie denn genau handelt und nun sie. Nun haben wir auf der einen Seite diese Familie Lang, die sehr dubios zu sein scheint, und diese Dame, die mit etwas handelt, das sie nicht zugeben möchte. Vielleicht könntest du mit ihr sprechen, um sie aus der Nase zu kitzeln? Nun, Vater, ich bin mir sicher, dass später beim Dessert und dem nachfolgenden Tee sich eine Gelegenheit ergeben wird, dass ich sie aufsuchen kann. Das wäre sehr schön. Nun gut. Ich weiß, dass sich Eleanor gerne in die Angelegenheiten von anderen einmischt, aber mich wundert es, dass sie auch so großes Interesse daran haben, was die anderen machen. Ja, irgendetwas scheint mir hier nicht rechtens zu sein. Hier werden zwei fast Fremde verheiratet. Zwangsverheiratet, ja. Wegen Geld, das ist doch nichts Neues. Nun, der Grund ist nicht Geld, meine Liebe. Die Längs benötigen kein Geld. Nein, aber sie haben einen Sohn, mit dem sie scheinbar sonst nichts anfangen können. Ja, vorgeschobene Gründe. Da steckt mehr dahinter. Glaubst du, sie haben irgendwas in ihren Keller versteckt? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich glauben soll. Ich wüsste nur gern mehr über die Gegebenheiten. Sie ist einem alten Herrn doch nach, wenn er das neugierig ist. Von irgendjemandem muss Eleanor sie haben. Wir wissen noch nichts über die Mutter. Über die Längenmutter? Über eine. Vielleicht war sie ja sehr handwerklich begabt. Oh, sie war tatsächlich die handwerklich Begabte. Das ist mir neu, Vater. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Ja. Ah, okay. Es ist mir trotzdem neu. Ja, ich begebe mich zu Tisch. Gut. Theresa Whitmore geht nicht auf ihren Platz, sondern geht zum südlichen Tisch und redet dort mit den Grahams. Also das seht ihr. Nun, Vater, deine Bekanntschaft scheint sich wohl auch mit den Grahams angefreundet zu haben. Ja. Konntest du denn herausfinden, ob sie von der Lang- oder von der Graham-Seite eingeladen worden ist? Von der Graham-Seite, sagte sie. Denn Hyacinth empfahl mir, mit ihr zu sprechen. Hyacinth Graham. Interessant. Ja, euch werden Aperitifs kredenzt. Die Vorgehensweise ist jetzt so, dass zuerst die Zeremonie vollstreckt wird und dann das Essen präsentiert wird, sozusagen als Feier. Alles in diesem Raum? Alles in diesem Raum. Ihr seht auch, dass hier vorne ein kleines Podest ist, wo schon ein kleiner Tisch bereitgestellt worden ist, wo eine Bibel draufsteht, wo dann der Reverend die beiden vermählen wird. Wie sieht dieser Raum aus? Wie viele Ausgänge hat er? Die du hier siehst, also eine nach Norden in einen anderen Raum, hinter dem Podest eine kleine Tür und eine doppelflügelige Tür in den Garten. Ich möchte mir das Podest genauer anschauen. Okay. Da steht eine ganz normale Bibel aufgeschlagen. Ist es qualitativ genauso hochwertig gefertigt wie der Rest? Nicht genauso gut, aber es erfüllt seinen Zweck. Okay, das heißt aber keine losen Dielen oder sonst irgendetwas? Nein. Keine Falltür, kein doppelter Boden. Also es gibt in diese Richtung auch keine Fenster, oder?
Nein, diese nur Richtung. Die Fenster sind nur in der südlichen Reihe raus zu den Gartenanlagen. Ich sehe mich mal um, ob mich irgendjemand ja, im Blick hat. Ja, sicher. Ein paar Gäste schauen dir neugierig nach. Du stehst ja als Einzige hier vor dem Podest. Das ist ein bisschen, das sind so etwa 1 Meter, 1,5 Meter in der Höhe. Okay. Okay. Und diese eine Tür, die nicht nach draußen führt, kommen von dort die Mägde. Genau. Mhm. Ja, da geht es weiter ins Innere. Ich gehe da rein. Ja, das kannst du machen. Schwupp. Gehst da hinein, du siehst einen langen Gang mit etlichen Türen, die weiter in das Haus gehen, aus denen einige Mägde und Butler kommen. Ich gehe in irgendeine Tür, wo kein Markt oder Butler. Ein kleines Dienstzimmer, findest du vor. Irgendetwas Interessantes? Nein, du kannst mal das Dienstzimmer für eine Bedienstete. Gibt es irgendwo einen Abgang in einen Keller oder so? Da musst du schon ein bisschen suchen. Ja, ich gehe den Gang entlang. Okay, ja, kannst du machen. Es hält dich kein Diener auf. Okay. Gut. Dann wo ist deine Schwester? Nun, Vater, ich habe keine Ahnung. Bin ihre Anstandsdame seit neuestem. Ja, ich würde mir wünschen, dass du etwas auf sie Acht geben könntest. Entweder liegt sie unter dem Podest da vorne oder sie hat den Raum verlassen. Nun soll ich sie etwa suchen gehen, jetzt wo gleich die Zeremonie losgeht. Ich meine, wenn sie die verpasst, ist sie ja selber schuld. Es wäre mir wohler, wenn du sie suchen könntest, Liebes. Aber Vater, die Zeremonie! Tu es für mich. Ha. Kann ihm nichts abschlagen. Ich gehe also erst zum Podest, da ist sie offensichtlich nicht, und gehe dann hier. Ja. Hast du auch runter das Podest gesehen, Liebes? Natürlich, Vater. Also so groß ist es nicht, dass deine Person sich verstecken könnte. Ich bin klein. Ja, nicht ist ja so nicht klein. Zum ersten Mal, dass ich hinterher renne und sie suchen muss. Oh, ist auch nicht das erste Mal, dass ein paar Hosen unter Brettern hervorlugen. Ich gehe sie suchen. Sehe ich sie? Ganz hinten am Gang siehst du etwas, was deiner Schwester ähnlich sein könnte. Okay, sehe ich sie? Ich gehe weiter. Sehe ich sie? Es ist dunkel. Es wird schon langsam dunkel und da sind sehr wenig Fenster. Du siehst eine Gestalt den Gang entlang. Ich nehme an, dass sie das ist. Wer sollte es sonst sein? Wer sollte es sonst sein? Wie dienst du da? Na, die sehen anders aus. Die bewegen sich eleganter als du. Burn. Tja. Wollt ihr das auskämpfen oder so? Nein, ich glaube, ich schreite hier gemessenen Schrittes hinterher. Carrie, wo treibst du dich schon wieder rum? Ah, Eleanor. Was machst du hier? Ich brauche keine Anstandsdame. Kann ich nicht mal alleine hier mal austreten? Nun, bitte tu, was du möchtest, aber Vater hat mich geschickt. Also werde ich jetzt zurückgehen und ihm erzählen, ich habe dich nicht gefunden. Und dann kannst du tun und lassen, was du möchtest. Kannst ihm gerne sagen, du hast mich gefunden. Du hast mich immer auch gefunden. Ich Nun ja. Bin gleich wieder zurück. Dann würde er erwarten, dass ich dich mit mir zurückbringe. Nein, geh einfach. Nun gut, ich habe dich nicht gefunden. Wie auch immer. Ich gehe wieder zurück. Vater, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich konnte sie nicht finden. Oh. Ich weiß nicht, wo sie sich schon wieder rumtreibt. Ist sie etwa auch verschwunden? Nun, sie steckt sicherlich unter irgendeinem Bett und versucht, irgendwelche Bettbeine zu reparieren. Oder in einem Schrank und versucht, Scharniere auszubessern. Du kennst sie doch. Ja, wahrscheinlich. Sie kann auf sich aufpassen. Danke, dass du nachgesehen hast. Nun, bitte, sehr gerne. Ich möchte nur kurz festhalten. Ich habe im letzten Abenteuer einen untoten T-Rex zerlegt, aber alleine auf die Toilette gehen, das darf ich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Das hat dein besorgter Vater, der nicht möchte, dass du dich in Schwierigkeiten bringst. Mir wird schon kein T-Rex entgegenkommen. Nur wer weiß, was in diesem Haus los ist. Eine Bedienstete kommt dir entgegen und bittet dich, wieder in den Saal zu gehen. Die Zeremonie wird bald. Gute Dame, ich bin auf der Suche nach einer Toilette. Ja, sie weist dir ziemlich genau gegenüber von der Tür auf eine, also von dieser Eingangstür zur Halle, in eine andere Tür, wo du auftreten kannst. Da gehe ich hin. Hat dieser Raum ein Fenster? Nein. Okay, nur dann. Das ist sehr, sehr, weshalb ich gekommen bin und gehe wieder rein. Das ist aber sehr ungünstig, dass der Raum kein Fenster hat irgendwie. Wie sind die Sanitäranlagen? Sehr gut.
Gut eigentlich. Wasserspülung? Gab es damals schon Sanitäranlagen? Hat man sich da nicht noch Löcher gegraben? Auch, ja, aber hey, das ist eine... Die haben Geld. Reiche Haushalt. Das sind schon Porzellanschüsseln, ja. Nee, aber Wasserleitungen? Ja, sicher. Natürlich, auch nicht. Es gibt okay. Fast... Gibt es schon Elektrizität? Ja. Ja, Elektrifizierung gibt es hier in diesem Haus nicht, aber es gibt schon was. Oh. Oder Gasleitungen hat es auch schon gegeben. Ne? Weil hier ist hier auf dem Land nicht, da ist alles noch Fackeln und Laternen, aber natürlich, so ein Wassersilo, so ein kleines, am Dach. Okay. Das ein Wasserdruck herstellt. Ja, das würde ich sagen, das gibt's. Wird das Essen serviert? Aperitifs werden serviert. Das Essen kommt erst nach der Zeremonie. Oh, Entschuldigung. Gehen die Leute noch rundherum oder sind das so Fingerfood-Häppchen? Oder? Es sind so Fingerfood-Häppchen. Oh, sehr gut, dann werde ich mal hier dieser Therese auf die Zahn fühlen gehen. Ja, kannst du so. Tom. Sehen immer noch hier vorne bei den Greys. Ja? Die Grahams, meine ich. Oder hat sie sich irgendwie wegbewegt? Ja, sie geht immer so von Gast zu Gast, redet, stellt Glückwünsche aus und ja. Dann werde ich auf den passenden Moment warten, wo es höflich ist, auf sie zuzugehen natürlich. Ja, natürlich. Guten Tag, die Dame. Oh, guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Eleanor Mortimer. Oh, Therese Whitmore. Oh, sehr erfreut. Sind Sie verwandt mit Mr. Dr. Samuel Whitmore? Oh ja, natürlich. Er ist mein Vater. Mortimer, danke. Er ist mein Vater. Wirklich? Er hat mir gar nicht von seinen zwei Töchtern erzählt. Eine. Nun ja, das scheint ihm manchmal zu entfallen. Auf jeden Fall hat er nur Bestes von Ihnen berichtet. Wirklich? Das freut mich aber. Nun ja, er hat von einem angenehmen Tanz erzählt. Wirklich? Das freut mich umso mehr. Ich bin erstaunt gewesen, dass ein Mann in seinen Umständen so gut tanzen kann. Nun ja... Um ehrlich zu sein, habe ich ihn seit dem Tod unserer Mutter nicht mehr tanzen sehen, aber deswegen freut es mich umso mehr, dass er offensichtlich Gefallen an Ihnen gefunden hat. Dürfte ich so frei sein und fragen, an was die werte Mutter gestorben ist? Nun ja, das war ein tragischer Unfall. Wir reden nicht sehr gerne darüber. Ja, das kann ich verstehen. Wissen Sie, mein guter Winston ist auch tragisch gestorben. Nun, das bedauere ich natürlich sehr. Darf ich fragen, womit Sie Ihr Geld verdienen? Ich meine, als alleinstehende Frau ist das sicherlich nicht ganz einfach. Wie geht es Ihnen? Ich habe die Geschäfte meines Mannes größtenteils übernommen. Oh, interessant. Was sind das denn für Geschäfte? Wir arbeiten im Export. Wir exportieren Antiquitäten. Antiquitäten? Nun, das ist sehr interessant. Was für Antiquitäten exportieren Sie denn? Ja, so dies und das, jenes und eures. Überreden. Erzähl mir, was für Antiquitäten da exportiert werden. Nur einer. Eine 4. Puh. Ja, das schaffst du. Nun, sie hält sich erstaunlich vage, aber sie sagt immer so, ja, es hat mehr mit so ägyptischen Antiquitäten zu tun. Etwas, was richtig, richtig alt ist. Nicht etwas, was jetzt, keine Ahnung, so diese alte Kasten oder so, sondern richtig so, ja, das sind so Tonvasen, so das ist ein richtig altes. Nun, das klingt sehr interessant. Arbeiten Sie denn auch mit Museen zusammen? Eher weniger, aber es kommt schon vor, dass etwas in ein Exponat exportiert wird. Nun, wissen Sie, wir sind auch große Freunde der Museen und von Antiquitäten. Und zuletzt waren wir zum Beispiel im Londoner Naturkundemuseum, um sich das neue Exponat der Ausstellung anzugucken. Waren Sie vielleicht bereits dort? Wirklich? Nein, noch nicht. Ich habe aber etwas in der Zeitung darüber gelesen. Der Vorfall wurde natürlich medienweit gerichtet, obwohl er deutlich abgeschwächt wurde. Es wurde nicht von irgendetwas Übernatürlichem berichtet, sondern mehr über ein unglaubliches Missgeschick, dass ein Exponat zusammengefallen sei und so etwas. Was genau geschehen ist, das könnt ihr in unserem Rippers-Abenteuer die unnatürliche Geschichte nachschauen. Ja. Von dieser Friesen-Zeitungsartikel hat sie gelesen natürlich, weiß aber nicht ganz genau, was da geschehen ist. Findet das aber sehr interessant. Ja, und frag dich natürlich, wisst ihr mehr darüber? Nun ja, wissen Sie, auch das war ein tragischer Unfall. Interessant. Ein sehr, sehr unglückliches Geschehnis. Aber nun ja, es gab Tote? Nein.
Nein, nein. Okay. Gab es keine. Verletzte, ja, aber keine Toten. Ja, wissen Sie, glücklicherweise gab es keine Toten bei diesem Zwischenfall, aber... Ach Gottchen, ja, Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Ja. Ja. So. Nun, möchten Sie mir vielleicht etwas mehr über Ihre ägyptischen Exponate erzählen? Ich meine, ich bin hochinteressiert an derlei Antiquitäten. Nein. Also nein, Sie möchten hier nicht mehr... Überreden. Liebes, es ist eine schrecklich trockene Materie, um was es hier geht. Und ihr steht hier in der vollen Blüte Ihrer Jugend. Erzählt ihr mir doch, was bewegt so eine Frau in eurem Stand, in eurer Jugend? Nun, wissen Sie, wir leben nun schon seit einiger Zeit in unserem großen Anwesen, ohne die führende Hand einer erfahrenen Frau. Und ich versuche, diese Rolle so gut wie möglich auszufüllen. Was aber? Das ist natürlich eine enorme Verantwortung für mich. Natürlich, ja. Und wirklich Gelegenheit, junge, passable, geeignete Männer kennenzulernen, habe ich auch nicht. Es fehlt diesem Haus eine führende Hand. Und ich denke, so ihr erscheint mir die eine Person, wie ihr sie seid, würde perfekt. Sie wird ein bisschen rot. Ich überschlucke mich. Nun ja, das soll jetzt keine Aufforderung sein. Nun, ihr scheint aber allerdings eine gebildete, äußerst gewandte Frau zu sein. Und so etwas vermissen wir bei uns. Liebes, ich weiß, was ihr meint. Ich kann mir das gut vorstellen. Aber versteht, die Geschäfte, die ich zu leiten habe, die geben mir nicht recht viel Zeit. Nun, das ist wirklich bedauerlich. Ja, das finde ich auch. Und sie sieht so ein bisschen lüstern in deine Richtung. Ja, man hat's oder man hat's nicht. Nun, möchten Sie mich begleiten vielleicht? Oh ja, natürlich. Also gut, gehen wir wieder zurück. Sehe ich irgendwas dicht. Interessantes? Die hält dicht, hä? Bei meinem kleinen Ausflug. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gut. Dann komme ich wieder zurück. Und ich berichte dir flüsternd, ohne dass sie das mitbekommt, was ich herausgefunden habe, was ja quasi nichts ist. Ja, danke, dass du es versucht hast. Nein, sie will einfach nichts Genaueres erzählen. Ja, ist dir eigentlich auch egal. Was kümmert es uns schon? Nun ja, Vater, sie ist eine stattliche Frau. Findest du? Allerdings. Findest du, sie wäre eine... gute Partie, wie du sagen würdest? Nun ja, es scheint ganz passabel zu sein. Und vor allem teilt sie eure Interessen, so ja, wie es scheint. Aber sie wäre dann in unserem Haus, verstehst du? Nun ja, ich denke, wir könnten uns arrangieren. Es wäre sehr, sehr wichtig, dass ihr beide sie mögt. Nun ja, ich hätte derzeit keinerlei begründete Einwände. Außer, dass sie irgendwelche dubiosen Geschäfte nachgeht. Aber naja, tun wir das nicht alle. Naja, ich war ehrlich gesagt nur neugierig, was ihre Geschäfte angeht. Nun, darüber will sie einfach nichts erzählen, Vater. Ja, na gut, so sei es denn. Gut, dann vergehen ja noch ein paar Minuten. Die letzten Aperitifs werden gereicht. Und dann steht der Reverend auf und bittet alle Anwesenden zur Ruhe, denn die Zeremonie wird gleich vonstatten gehen. Und ohne große Musik und ohne großes Tamtam wird die Braut von den vom Brautvater zum Podest gebracht. Und auch der Bräutigam wird zum andächtlich zum Podest gebracht. Nun, es ist sehr ungewöhnlich, dass auch der Bräutigam zum Podest gebracht wird. Ja, das ist auch ja ganz ohne Musik und ohne Tamtam. Also das ist alles in eine sehr ruhige und sehr sakrilegige Angelegenheit. Also nicht typisch. Also müsste sichergestellt werden, dass er nicht weglaufen kann. Meinst du nicht auch, Eleanor? Nun ja, hat vorhin einen irgendjemand zur Tür oder so? Nein. Okay. Es hat vorhin schon ein wenig den Eindruck gemacht, als ob dies nicht sein glücklichster Tag wäre. Ja, den Eindruck hatte ich auch.
Die arme Allison. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als in einer erzwungenen Ehe gefangen zu sein. Ja nun, Vater, um ehrlich zu sein, in ihrem Alter kann sie froh sein, überhaupt noch jemanden abzubekommen. Und hier auf dem Land ist es ja nicht gerade einfach, einen passenden Mann zu finden. Eleanor, dir ist schon bewusst, dass du älter bist wie Allison. Ja, und es liegt nicht an mir, dass ich noch keinen Mann gefunden habe. Das sind jetzt mal so in den Raum stehen. Da äußere ich mich jetzt nicht dazu. Gut, ihr seht, dass... Immerhin hat man mir alles angeboten. Das hast du so interpretiert. Ihr seht, dass neben dem Brautpaar auch die gesamten Brauteltern sind, die Langs und die Grahams. Auf der respektiveren Seite. Ja, und die Zeremonie geht vonstatten. Es wird viel Sakrileg übrigens. Ich habe nicht geheiratet, aber ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Aber der Reverend betet ein paar Litaneien ab. Die üblichen, typischen Fragen. Ja, willst du? Allison, nicht zögerlich, aber ein bisschen unsicher, sagt ja. Edgar, zögerlich, sagt auch so kleinlaut, ja, ich will. Und somit sagt der Reverend, ja, und hiermit traue ich euch zur Mann und Frau. Okay. Dürft ihr Brat nur küssen. Und die Anwesenden alle applaudieren. Ja, ich klatsche, applaudiere. Ja, höfliches Küssen sie sich. Ja, natürlich, natürlich. Sie sind schon ein bisschen gelockert, dank euch und euren Alkohol und dem Tanzen. Also, ihr habt gute Arbeit geleistet. Steigt Rauch auf, riecht es nach Schwefel, verdunkelt sich der Himmel. Nein, alle 7 Siegel sind noch intakt. Kannst beruhigt sein. Gut, und der Mr. Lang beglückwünscht beide Braut und Bräutigam und möchte das Wort erheben und geht zum Altar und hält eine Rede sozusagen. In der Rede geht es eigentlich größtenteils um, ja, jetzt ist der große Bund geschlossen zwischen den Langs und den Grahams und er sieht vor auf einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit mit den Grahams und so und hofft, dass aus dieser Ehe eine glückliche Ehe wird und dass alle Anwesenden zufrieden sind. Und er möchte gerne eine kleine Rede halten, die auch auf seiner Hochzeit schon gesagt wurde, in seiner Muttersprache auf Deutsch. Hm. Okay. Ihr kennt Deutsch und deswegen könnt ihr verstehen, was gesagt wird. Wo ist Carrie? Gegenüber, Vater. Carrie, Liebes. Ja. Komm her. Ich übersetze es ihr, was er sagt. Sie kann kein Deutsch. Ja, okay. Im Großen und Ganzen verstehst du schnell, dass dieser ganze Spruch eigentlich eher an einer gewissen dunklen Herrin gerichtet ist. Und dass es um ein Opfer geht, das ihr dargebracht werden soll. Kann ich ein bisschen näher gehen? Ja. Ich nehme selbstzufrieden einen Schluck von meinem Getränk. Denn ich wusste es. Hier ist etwas im Busch. ich möchte einen einmal. Schraubenschlüssel aus meinem Ärmel ziehen und in die Richtung. Carrie, ich bin überhaupt nicht einverstanden, dass du so nahe rangehst. Auf einmal zieht Mr. Lang kann einen ich Deutsch das aus unterbrechen, indem ich das. Aus seiner Jackentasche und möchte auf Allison einstechen. Kann ich ihm meinen Schraubenschlüssel zu entgegenwerfen, dass er. Schießen. Bitte, schießen. Du kannst eine Blitzaktion machen. 4. Der Grundwert ist 2, die Distanz ist mittel, ich würde sagen. Ja, das funktioniert. Ich würde sagen, es funktioniert. Da ist nicht recht viel. Ja, es ist ein eingesagtes Ziel, also auch minus 2. Aber du hast 4. Ja, das funktioniert. Das geht klar. Die Distanz ist eigentlich mittel. Das lasse ich jetzt mal so durchgehen. Dein Schraubenschlüssel fliegt durch die Luft und trifft Mr. Lang genau an der Hand. Er sagt auf Deutsch, verflix nochmal. Und gleich im nächsten Moment wird der gesamte Raum Stockfinster. Und ihr seht überhaupt nichts.
ich möchte aufstehen und in Richtung von Lang humpeln. So gut wie möglich das geht. Okay, Geschicklichkeit minus 2, weil es ist stockfinster. Also wirklich, ich sehe nicht die Hand vor Augen. Nein, so nein, es ist komplett, also... Trotz der Fenster. Es ist auf einmal, jedes Licht ist erloschen komplett und in jeder Spiegelung nichts, nicht der Mond. Ah, ich versuch's. Fuck it, ich versuch's. Ja, um 2 erschwerte Geschicklichkeit. 6. Du schaffst es, dass du ohne anzustoßen, ohne irgendetwas dich erhebst und zwischen den Leuten. Man hört nur. Tok, tok. Nein. Man hört gar nichts, weil sobald das Licht ausgegangen ist, kreischen einige Leute auf. Es ist ein Tumult. Man hört Stühle umwerfen. Ja. Man hört Geschirr klirren. Meine Intention jedenfalls ist, zu Allison zu gelangen, um sie zu schützen. Zu Allison, nicht zu deiner Tochter. Ich kann mich nicht selbst. Sie hat okay. Allison schien mir mehr in Not als Carrie. Du hast auf jeden Fall gesehen, dass deine Tochter den mit den Schraubenschlüssen nimmt. Also von dem her ist. Ich würde versuchen, zur Tür zu kommen und wenn da zu viele Menschen sind, zu den Fenstern, um entweder die Türen aufzustoßen oder ein Fenster einzuschlagen. Okay, Geschicklichkeit um 2 Schwert. Na, war schon der richtige. Ja, es ist eine Geschicklichkeitsprobe, also kannst du auch den Wald da auch würfeln. Gelingt mir nicht. Denn ein W6 kannst du trotzdem würfeln, weil es eine Geschicklichkeit ist. Habe ich ja nicht gebraucht. Ja. Trotzdem nicht geschafft. Gut, du wirst dich erheben und du in der finsteren Finsternis spürst du nicht, dass vor dir eine Frau am Boden gefallen ist und du stürzt über sie drüber und liegst jetzt auch am Boden. Okay. Gut, für einige Sekunden. Ihr könnt es schwer einschätzen, wie viel, weil es so ein Tumult ist. Seht ihr überhaupt nichts und dann auf einmal ist wieder Licht da. Okay. Die Kerzen brennen wieder, ihr seht wieder etwas. Und ihr seht, dass einige Bedienstete bewaffnet durch die Tür gekommen sind und nun in dem Raum stehen und versuchen, ja eigentlich alle Anwesenden zu töten. Was? Was zur Hölle ist hier los? Hohoho. Genau. Wie viele Bedienstete? Es sind 4. Es sind 4 Bedienstete. Wo stehe ich im Moment? Platzierst du mich? Einen Moment, ja. Du bist natürlich erfolgreich, bisschen nach vorne. Ich bin wohl nicht weit gekommen, ich liege da. Carrie ist hier. Genau, du bist ein wenig nach vorne gegangen. Carrie ist einfach ein bisschen wendiger. Oh. Hat das ein bisschen einer dieser Bediensteten ist direkt bei Carrie, sehe ich das richtig? Genau. Ich ziehe meinen Säbel und stürze sehr behende auf diesen Bediensteten zu. Gut, ihn in einen Kampf zu verwickeln. Okay. Kann ich in die Knie gehen und so das Bein raus ausstrecken und ihn zu Fall bringen? Ich wollte eigentlich sagen, Gary, kümmere dich um Allison. Das kannst du in deiner Freude. Du bist schneller als ich. Nein, das hörst du ja. Okay. Ja, lebt sie noch? Ist oder sie hat sie einen Dolch in der Brust? Nein, sie ist verschreckt in den Armen von Edgar und Mr. Lang, wutentbrannt, steht vor ihnen noch und bückt sich nach dem Dolch. Ja, dann stürze ich mich auf ihn und versuche ihn aufzuhalten. Okay, ja, das kannst du tun. Das ist kein Problem. Stürzt du auf Mr. Lang, genau. Ja. Gut. Tumult bricht aus natürlich. Einige versuchen hinaus zu gelangen, was sie aber nicht, was ihr auch nicht bemerkt, aber ich sage es euch jetzt trotzdem, dass aus dieser Tür auf einmal 3 Vogelscheuchen, lebendige Vogelscheuchen. Nicht schon wieder. Mit Sensen und anderen Werkzeug bewaffnet. Da stehen Kerzen auf dem Tisch, oder? Ja. Naja, dann bewaffne ich mich mal mit so einem das kannst brennenden du tun. Kronleuchter. Das kannst du tun, ja. In der einen, in der anderen mein Fächerdolch. Gut. Man komme mir nicht zu nah. So. Okay, ein Kampf beginnt. Mr. Mortimer. Brauchen wir nicht die Action Cards? Ja, danke schön. Die habe ich hier
Aber ich habe vergessen, dass ich die packe. Ein vielen Dank nochmal an den guten Jim, der uns die Action Cards, die offiziellen Action Cards von Rapper Rackfeds zur Verfügung gestellt hat, die für den Kampf notwendig sind. So, das stimmt natürlich. Ein Joker, bitte. Jeder das seine. Ich habe sie schon gemischt. Eine 8. Mhm, 4. So. Eine 9. Ich sage für alle Bösewichte, dass wir das in einer Gruppe haben. Toll. Das ist nicht gerickt. Das ist nicht gerickt. Können wir wenigstens die Vogelscheuchen und die Diener zwei machen? Ihr könnt einen Beni ausgeben, einen Benefit ausgeben, um als erstes dran zu sein. Nee. Ja. Okay. Bitte, Carrie Mortimer. Ich möchte das auch tun. Ich möchte einen Beni ausgeben. Dann seid ihr beide erst dran, schnappt euch aus. Ich will... Du hast tja. Aber es wäre möglich, nur jetzt mit dieser Regel. Hat nicht funktioniert. Er greift ja gerade nach seinem Messer. Genau. Ich trete ihn weg. Okay, ja, du stürmst auf ihn zu. Das geht, deine Bewegungsweite ist 6. Das ist weniger als 6 gewesen. Also 6 Kästchen auf unserem Feld. Das geht ohne weiteres. Das Brautpaar hat sich zusammengekauert, ist zurückgestürzt. Auch die Eltern... Die Grahams haben sich in das Eck verzogen. Sie sind komplett geschockt. Sie wissen ja nicht, was hier los ist. Du sprengst über das Brautpaar hinweg und ja, versuchst ihn zu treten. Eine Nahkampfprobe bitte auf die Stärke. Auf Stärke, okay. Ich habe nicht viel Stärke, aber ich habe aber den Waldteil hier. 4. 4. Das geht eigentlich. Das geht eigentlich klar. 4 ist ein Erfolg. Explodiert der Würfel jetzt nicht? Ja, ja. Würfel können genau, explodieren. Genau, Würfel können explodieren. Das heißt höchst gewürfelt. 1. Also 5. Also 5, ja. Keine Steigerung, aber das funktioniert. Er sieht das nicht kommen, weil er gerade auf sein Dolch fixiert ist. Deswegen zählt jetzt nicht seine Parade, sondern einfach nur der Schwellenwert von 4. Das schaffst du. Du kickst ihn zur Seite, er fällt zu Boden. Gut, das war deine Aktion. Kannst du dir auch den Dolch? Werde ich, wenn ich noch darf, würde ich es machen, sonst nächste Runde. Nein, nein, das Hinstürmen und ihn wegkicken war eigentlich... Ist bloß. Da kannst du nicht so was Präzises machen. Na, ist okay. Gut. Der nächste in der Reihe, ja. Alle Gegner. Alle Gegner. Lady Lang steht ja daneben an der Couch, sieht das natürlich alles und... Ja, das ist ein bisschen zu riskant. Sie sieht dich. Und alter Mann. Alter Mann. Der nicht flüchtet, sozusagen. Und schleudert dir einen Feuerball entgegen. Ja, was ihr alle nicht wisst, ist Lady Lang ist eine Hexe. Und sie hat Zauber. Offensichtlich. Toll. Hey, ihr habt im vorherigen Abenteuer, das man natürlich auf unserem Channel nachschauen kann, einen Nekromanten entdeckt. Also ja, weil wir ahnen schon, dass die der Bräutigamsmutter eine Hexe ist. Oh. Tja. Wäre es offensichtlich, dann hättet ihr ja schon präventiv etwas gedacht. Ja. Sie schleudert ein Feuerball. Infernaler Feuerball auf dich. Kann ich ausweichen? Ja, kannst du. Aber das ist ein passiver Wert. Das ist deine Parade im Prinzip. Ich muss einfach nur deine Parade überwürfeln. Okay. Ansonsten hast du ein gekonntes Manöver getan. Das würfel ich auf Schießen. Wie viel ist eine Parade? 5. Okay. Ja. Gekonnt. Weichst du zur Seite und der Feuerball klatscht auf der hinteren Wand. Irgendwo ja, alles fällt das an. Ich schaue ganz entgeistert nach, aber durch meine militärische Ausbildung kann ich mich aufs Wesentliche fokussieren. Genau. Greife meinen Säbel und gehe auf sie los. Ja, das kannst du. Bist du es? Nein, sie ist nein. Aber ja, das wird dann passieren. Da keiner von den bewaffneten Bediensteten in eurer Reichweite ist, erkläre ich das, also mache ich das nur so rollenspieltechnisch. Ihr seht, wie die Bediensteten alle Gäste aufhalten, dass sie entkommen könnten und schneiden sie nieder. Also das ist ein Gemetzel, das ist ein absolutes Gemetzel der allerersten Güte. Und selbst diese drei Vogelscheuchen, die jetzt nicht direkt so in eurem Bereich sind. Also ihr könnt jetzt nicht, ihr wisst glaube ich noch nicht einmal, dass sie hier sind, aber ich erzähle es jetzt mal geschichtlich. Sie bewegen sich sehr stockend
nicht menschlich. Also es sind nicht welche, die sich als Menschen verkleidet, Vogelscheuchen. Und also, und sie haben enorme Kräfte. Sie mit einem Schlag brechen sie einem Menschen das Genick. Also die sind, naja, gut, sind nicht menschliche Wesenheiten. Ich, das so viel sagen. Reagiere da mal nicht drauf, denn mir wurde gerade ein Feuerball ins Gesicht geworfen. Ich habe gerade keinen Blick für was anderes. Was macht denn hier die gute Theresa, die irgendwie neben mir ist? Die gute Theresa überblickt das Szenario. Überblickt das Szenario und manövriert dich aus sozusagen und drängt sich dich zwischen dir und den Angreifern sozusagen. Ich bleibe da möglichst weit von allen Angreifern weg und habe nun mein Dolch und meinen Kronleuchter griffbereit, dass falls mir irgendwer zu nahe kommt, dass ich mich zur Wehr setzen kann. Und ja, okay. Der Vater kommt zurecht, die Schwester ist irgendwo da hinten. Okay. Sehe keinen Grund zur Aktion gerade, solange ich in Sicherheit bin. Was? Dann hast du das gut. Mortimer Samuel Jacob. Sam Mortimer. Dr. Samuel Jacob James Charles Mortimer. Gesundheit. Ja, ich greife an mit meinem Säbel. Mrs. Lang. Ja. Gut. Du stürmst hin, deine Bewegungsweite ist 6, das geht sich leicht aus. Oh. Du musst eine Parade von 4 überschreiten. Ich habe eine 1 gewürfelt. Wir müssen ein Beni ausgeben. Habe keinen. Oh. Guti, dann kann man die tauschen? Kann nein, ich ihm. Nein, leider nicht. Da war es mit der Runde, bitte die Karten einsammeln. Die da bekomme ich jetzt auch kein falscher Reiter. Stapel. Meister, falscher Stapel, den musst du mir bitte geben zum Mischen. Der grüne ist hier. Ja, der grüne ist hier. Oh! Aber da bekomme ich auch keinen Waldteil, weil es kein Attribut ist. Genau. Okay. Genau. Stimmt. Hm. Wer das ist? Die 7. So. Der Bube. Ha, die Feinde ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Okay. So, ich bekomme noch einen Versuch. Natürlich. So, hat sich was getan in der Zwischenzeit, dass ich gezwungen bin, meine sichere Position aufzugeben? Nein, du kannst wieder, wie gesagt, passen. Da stehen ja noch mehr Kronleuchter am Tisch. Genau. Ich würde jetzt tendenziell versuchen, diesen Kronleuchter, den ich habe, Richtung auf eine von diesen Vogelscheuchen zu werfen und dann mir den nächsten zu krallen. Also selbst wenn ich daneben werfe, ist genügend Munition da. Das stimmt. Auf schießen bitte. Das habe ich oder, nicht. Oder werfen. Habe ich auch nicht. Hm. Geschicklichkeit dann, wahrscheinlich. Dann auf Geschicklichkeit. Minus 2. Come on. Eine 4. Nein, eine 6 also. Da fehlt dann der Wildteil. Da zählt der Wildteil auch. Ja, da kannst du mit einem 6. Eins daneben gewürfelt. Kannst du nochmal? Ja. Würfel schon. Nein. Ich werfe daneben. Du wirfst und einen hohen Bogen fliegt der Kronleuchter, also der Kerzenständer, hinter den Die Vogelscheuche. Ja gut, aber man tut, was man kann. Nehmen wir den nächsten Kronleuchter für die nächste Runde. Gut. Okay. Der nächste in Runde. Meine Aktion. Ich möchte mit flinken Fingern an der Seite meinen Rock lösen und ihm entgegenwerfen, sodass er begraben ist quasi und seine Aktion aufwenden muss, um erstmal wieder freizukommen. Das ist gut. Eine ganz normale Geschicklichkeitsprobe würde ich da durchschauen. Mit weiter. Was trägst du denn unter dem Rock? Eine Hose. Hosen. Eine 4. Ganz normale Geschicklichkeitsprobe. Ja, weil ich eine Geschicklichkeitsprobe angefordert habe, ist die nicht erschwert. Das funktioniert. Du könntest trotzdem noch den Walter würfeln, wenn du willst. Ich kann sie nicht erhöhen, oder? Der kann noch explodieren. Eine 5. Nein, ja. Ist erhöht, aber ganz normaler Erfolg. Du schaffst es. Lord Lang ist mit einem Rock beschäftigt. Und du kannst dir den Dolch krallen. Und ich würde mir dann den Dolch krallen. Das kannst du machen, ja. Das ist eine freie Aktion. Ich würde sagen, das ist eine dann freie Aktion. Ich jetzt einen Dolch. Du hast den Dolch. Den Opfer-Ritual-Dolch. Gut. Der nächste im Mein Zug. Der B8 ist mein Lieblingswürfel. Mortimer. Du greifst an. Das werdet ihr jetzt alle sehen. Greifst Lilian. 8! Haha! Lass nochmal. Der explodiert. Explodiert, bitte. 7. 15. Das sind 3 Steigerungen. Das heißt, du kriegst plus 2. Ist ja deine Parade von 6. Das heißt, plus 4 ist 10. Plus 4, das heißt 2 Steigerungen, genau.
Plus 2 auf deinen Schaden. Plus 2 auf meinen Schaden. Schaden beträgt Stärke plus einen W6. Damit ist... Ich habe Stärke 6. Damit ist jetzt hier auch die 6 gemeint. Ich muss nicht den 6 würfeln. Doch, weil es dein, die Wucht deines Schlages mit beinhaltet. Also 2 wie 6. Genau. 2 ist weg, 6 plus 3. 2. 8 insgesamt. 8 Punkte. Sie ist angeschlagen. Du hast sie getroffen, blutend an der Schulter. Sie krächzt, sie euch, sie weicht zurück. Aber ja, sie ist angeschlagen. Ich bedränge sie weiter. Ich gebe ihr keinen Raum zum Atmen, keine Luft zu bewegen. Natürlich, natürlich. Was ihr seht, ist, dass Therese Whitmore hat sich durch die anderen Gäste hindurchgedrängt und fängt unter ihrem Rock eine Schnellschusspistole. Die musst du haben. Und, auf einmal. Und schießt sogleich auf einen der Vogelscheuchen. Ja, schießt daneben. Ja, schießt daneben. Ja. Gut, die Bösewichte. Lady Lang möchte sich natürlich an dir rächen. Ha! Ja, lass ihn. Sie zieht dir durch. Sie zieht dir durch und versucht dich anzugreifen. Das ist so traurig. Okay, sie versucht dich anzugreifen. Wie hoch ist deine Parade? 5. Ja. Sie kann halt besser Feuerbälle schleudern als mit dem Dolch. Ich pariere es mit der Krücke. Ja, okay, ja, das ist ja absolut nichts. Ja, nicht schwer. Nicht die Dinge mit dem Dolch. Lord Lang versucht eine Geschicklichkeitsprobe, um den Rock von sich zu werfen. Ah, ja, ja, 4, natürlich, ja. Ja, schafft es. Haha! Wo ist mein Dolch? er hat nicht damit gerechnet, dass ein Dolch weg ist. Also damit wäre es mit seinem Dings. Ich würfle für alle Vogelscheuchen mal eine Probe, ob sie Miss Therese Whitmore treffen. Ah, das schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. Eine Sense fährt vor Therese Whitmore nieder und trifft sie sehr, sehr hart. Oh nein. Zersetzt. Oh. Ja, sie hat Blut spritzt, sie hat eine Wunde. Sie hat definitiv eine Wunde. Oh, wenn wir das überstehen, kann ich sie gesund pflegen. Wunde. Und dabei kann ich ihr näher kommen und dann für eins zum anderen. Ein wahrer Gentleman nutzt jede Gelegenheit aus. Nein, ich hab das nicht gesehen. Ich bin beschäftigt. Ja, ich sage es nur rollenspieltechnisch, dass das so ist. Gut, die Bediensteten sind noch damit beschäftigt, die weiteren Gäste abzuschlachten. Währenddessen haben sich die Braut und die Bräutigam schon gefangen und merken, da müssen wir raus, wir müssen hier raus. Was ist das für ein Horror? Und Edgar nimmt Allison und versucht an die vorbei, Mr. Mortimer. Und ja, das bekomme ich auch nicht mit. Versuchen sich irgendwie zu verstohlen. Durch ein Fenster. Ja, durch ein Fenster. Versuchen sich durch ein Fenster vielleicht zu denken. Ja, das bekommt ihr alles nicht so richtig mit, aber ihr seht nur, sie versuchen zu flüchten. Nächste Runde. Wie lang? Für das? Man gebe mir die grüne Karte. Vielen Dank. Dafür hat man 2 Decks, damit immer einer... Ich finde das eine nette Idee mit den Karten. Auch wenn ich immer eine sehr niedrige bekomme. Ja, jetzt habe ich hier vergessen. So. Ah, wir haben 2 gleiche. Ich würde immer sagen, dass die Spieler immer vorher drankommen. Es gibt natürlich Wertigkeiten. Carry. Links aber die Carry ist dran. Steht Mr. Lang. Ja. Vor der Tür. Ja. Kann ich ihn irgendwie gegen die Tür treten, dass er rückwärts durch die Tür bricht oder so? Also 2 erschwerte Stärkeprobe. Na, dann kann ich den nicht schaffen, ich habe nur 4. 2 erschwerte. Ja, aber ich kann ihn ja trotzdem. Du hast den Wildteil. Du hast den Wildteil, ja. Und du kannst, wenn er explodiert. Aber im schlimmsten Fall
treffe ich ihn dann nicht oder er bricht nicht durch die Tür? Er bricht nicht durch die Tür. Das ist dann mehr ein. Wenn du es wirklich nicht schaffst, dann ist es mehr so ein Schubsen, was auch keinen Schaden macht. Du könntest auch den Dolch benutzen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, nach einem ausgesprochenen Ritual diesen Opferdolch zu benutzen, egal gegen mit wen. Gegen wen. Was ist das Schlimmste, was passiert? Er könnte eine Jungfrau sein. Er hat einen Sohn gezeugt, das ist relativ unwahrscheinlich. Wissen wir das? Oder das ist ich habe eine 8. Das ist der falsche Würfel. Ja. Außer du hast eine 8 auf Stärke. Nein, dann kann ich es nicht schaffen. Also nein. Ja, du könntest eine 4 würfeln, die explodiert. Eine 4? Nee. Noch explodiert. Einmal. 2 erschwert, also du musst jetzt mindestens... 2. Eine 2. Nein. Du hast einen Penny. Ja, okay. Unbedingt, unbedingt. 4! Explodiert nochmal! 10. Also 8. Also 8. Aber mindestens eine Steigerung. Das heißt, du machst zumindest. Ja, du willst ja keinen Schaden machen. Naja, aber sag mal, wenn man die Tür rückwärts bricht. Bricht durch die Wand. Ja, ich würde sagen, er macht dir ein Stärkewürfel Schaden. Und er bricht durch die Tür. Und er bricht durch die Tür. Liegt dann, oder? Der liegt dann. Okay. Der liegt dann. Eins, ja. Das hält seine Robustheit aus. Aber er bricht durch die Tür und er ist jetzt in dem hinteren Raum. Sehe ich durch die zerbrochene Tür irgendetwas in dem Raum hinten? Nein, es ist finster. Der ist finster. Okay. Sieht aber für den ersten Ding, es scheint schon Licht durch, aber es ist halt, da brennt kein Licht. Aber es sieht aus wie ein Gesellschaftsraum mit Couchen und Kamin und drum und dran. Okay, ich gehe wieder auf die Hexe los. Ja, die ist schon angeschlagen. 3. Das ist nicht geschafft. 3 ist nicht geschafft. Nein. Sehr schade. Sorry. Gut. Nächste. Die Gegner. Ja, natürlich. Ja, Lord Lang ist ein bisschen ein bisschen verhindert jetzt im Moment. Lady Lang. Ja, mit dem Dolch hat nicht funktioniert, ne? Also versucht sie ein Strahl schwarzen Lichts dir entgegenzuwerfen. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Okay, sie muss einmal... Wie war das Zaubern? Ich werde es nicht zu kompliziert machen. Okay. Ja, nein, sie schafft es nicht. Sie wirft dir irgendwas entgegen, aber es trifft irgendwie nichts. Es trifft irgendwie nichts. Ich muss meine Taktik ändern. Die Vogelscheuchen haben sich jetzt speziell auf Miss Whitmore spezialisiert und versuchen sie anzugreifen. Wieder mit den Sensen. Die Arme. Aber ich sehe sie ja nicht daher. Genau. Nicht sterben, potenzielle Frauenschwarze. Miss Whitmore weicht. Mann, das so weit möchte ich nicht gehen. Weicht gekonnt zurück, auch wenn sie eine Wunde hat. Und versucht gleich ihr ganzes Magazin auf diese Vogelscheuche zu. Okay. Sie trifft ihr ganzes Magazin auf die Vogelscheuche vor ihr und schießt ihr den Arm ab. Aber sie steht noch. Wow. Sie steht noch. Ja, na, sie steht noch. So. Der nächste. Wie viele Kerzenleuchter gibt's da? Wie oft? Achso, okay, dann kann ich jetzt keinen mehr werfen, ne? Naja, können. Nee, dann habe ich keinen mehr. Na, ja, sind die Kerzen denn ausgegangen? Nö. Oder? Sind ja wieder angegangen hinterher, oder? Ja, also. Es war ja irgendein Dunkelheitszauber. Die, ja, es war ein Dunkelheitszauber. Das hat nur das ganze Licht für euch. Ja, na, ich meine, weil. Aber die Kerzen sind nicht ausgegangen. Ja, weil sie ja einen geworfen hat. Achso, oder beide mit. Ja, ich nehme an, die liegt da hinten. Einen hat sie geworfen und einer steht am Tisch. Ja, aber also brennt der noch, der da hinten liegt? Der könnte ja nicht mehr. Okay. Dann würde ich jetzt vorgehen und hier versuchen, die Vogelscheuche so. Mit deinem Dolch? Mit dem Kronleuchter. Kronleuchter? Ich möchte die anzünden. Oh, das ist sehr gut. Eine Kämpfenprobe, bitte. Ja. Wenn du Kämpfen nicht hast, dann wird das... Das kann sie. Das ist meine Tochter. Sie kann keine Gewalt. Eine Geschicklichkeit. Das ist ja nach den W6 auch. Nee, bei Kämpfen nicht. Bei Kämpfen nicht. Nur bei Atemputzproben. Ich hab ja Kämpfen. Ja. Ja. Das geht durch. Also zünde ich die Vogelscheuche an. Sehr gut. Eine Vogelscheuche brennt. Genau. Das ist sogar hier in diesem Abenteuer vermerkt, dass es funktioniert.
dass man sie anzünden kann und das Anzünden sogar die effektivste Methode ist, weil es einen plus 4 Schadensbonus macht. Bitte eine Stärkewürfel Schaden auswürfeln. 1. Plus 4, oder? Plus 4 ist 5. Das. Ja, aber die brennt ja weiter, ne? Ja. Die brennt weiter, die brennt weiter. Und wenn man sie jetzt dann auf die andere Vogelscheuche schubst oder so, oder tritt, dann würden die brennen. Dann würden sie alle brennen. Du bekommst ein glorreiches, zufriedenes, gut gemacht Nicken von Miss Theresa Whitmore. Ich nicke holt voll zurück. Ich dachte, die ist so richtig heftig verletzt. Die hat eine Wunde, ja. 3 Wunden kann man kriegen. Okay. Ich sag nur, sie hat sozusagen ein Drittel ihrer Lebenspunkte verloren. Okay, ich verstehe. Um es in Videospielterminen zu geben. Ja, natürlich brennt sie jetzt. Und im nächsten, in der nächsten Runde bekommt sie natürlich gesteigert Schaden zu, weil sie immer mehr brennt. So funktioniert der Brennschaden. Gut, ja dann, eine neue Runde. Neue Runde, neue Karte. Das waren die Roten. Dankeschön für das Heilrage Mission. Bitte sehr. Kauf dir einen Würfelwurf um diesen Benny. Ja, Meister, ja. Für die Idee mit dem Kronleuchter hat sie doch einen verdient, oder? Eigentlich schon. Das war eine gute Idee, das war sogar ein Abenteuer. Das war eine gute Idee eigentlich. Danke sehr. Das war eine gute Idee. Bedeutet. Gut. Ah, es wird besser. So. Und 2. Die Gegner haben das Ass. Oh. Oho. Oh. Na toll. Gut. So, Ass heißt nicht. Das heißt einfach nur, dass ihr wirklich als erstes dann. Ja, das außer euren Joker. Kann den Unterschied machen. Ne? Kann den Unterschied machen. Gut. Mr. Lang, Lord Lang richtet sich auf. Freie Aktion zum Aufstehen. Hat aber keine Waffe. Blöd. Er versucht das gleiche wie du. Er versucht dich niederzurennen. Versucht dich wegzutackeln. Na, das sehe ich kommen und weiche aus. Das werden wir gleich sehen. Er hat nicht sehr viel Stärke. Auch ein alter Mann. Wieso wirfen die Langs so schlecht? Sind einfach nicht zum Kämpfen gewohnt. Nein, er ist. Die sind blöd. Naja, seine Frau hat hier jetzt also eine Chance. Er läuft bei mir. Er läuft auf dich. Ja. Er stolpert sich und er verwerft den Plan, sobald er ausführt. Kann man nicht jetzt einen Konter machen? Kann ich mit Beinstellen? Bein genau. Nein, er kommt gar nicht zu dir. Er nimmt Anlauf und beim ersten Schritt stolpert er sich schon. Und okay, dann ich bleibe lieber stehen und ja, das war seine Aktion. Okay, ein bisschen erbärmlich, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Hinfallen. Gut, Mr. Mortimer. Ah, nein, Entschuldigung, die anderen gerne. Gerne genau. Und bösen. Lady Lang. Ja, sie versucht nochmal einen Feuerball. Boah. Wenn der mal trifft, ist das besser. Wenn der mal trifft. Schießen. Lebensbeendend. Die Gegner haben auch Beanies. Nein, die Längs sind nicht hier, die sind anscheinend hier nicht die Gegner. Die Vogelscheuchen sind die Gegner. Die Vogelscheuchen sind dran. Und einer stapft rüber und killt einen anderen. Okay, auf der Rückseite ist auch egal. Und die brennende Vogelscheuche. Die brennende Vogelscheuche kriegt natürlich jetzt hier wieder Schaden. Soll ich würfeln oder macht. Nein, ja, das ist ein automatischer ist, okay. Schaden. 4 plus 2. Oh, okay, gut. Ist sie hinüber? Nein. Plus 2 sind sehr gut. Die brennende Vogelscheuche versucht nochmal nach Theresa mal zu schlagen, denn sie steht noch immer näher als du. Mit ihrer Sense. Nein, da explodiert nichts, der trifft nur normal. Schaden. Oh, okay. Nein, Miss Theresa Whitmore bekommt die zweite Wunde. Wieder geht die Sense quer über ihr Abendkleid. Blut spritzt. Da bleiben aber Narben. Da bleiben Narben. Aber hallo. Da bleiben sicher Narben. Sie ist viel Arbeit. Ich bräuchte Wunde einen noch. Doktor. Sie bräuchte einen Doktor, ja? Ja, ich versuche, mich Miss Lang zu entledigen, damit ich zu ihr eilen kann. 2. Naja, ich würfel zu schlecht. Passiert nichts. War das Geschicklichkeit? Kämpfen.
Achso, Entschuldigung, ich habe jetzt nicht direkt aufgepasst. Die bewaffneten Bediensteten, einer der Bediensteten wurde überwältigt von einem Gast. Also nicht, dass ihr glaubt, dass ihr die einzigen seid, die hier fähig sind. Oder sind geflohen. Aber einer der Bediensteten versucht Miss Lang zu beschützen. Und geht zu dir hin und wird dich in der nächsten Runde angreifen. Okay. Ich sag es dir. Gut. Der nächste. Ich würde jetzt versuchen, diese Vogelscheuche mit einem Tritt auf die andere Vogelscheuche zu befördern. Ich raffe meine Röcke und trete zu. Ja. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Zwei erschwert. Also eigentlich, weil es... Weil du die Funkscheuche in eine gewisse Richtung drücken musst. Du willst nicht einfach weg. Na gut, aber ich habe ja... Den Waldteil. Vier. Du. Ja, okay. Mal fünf. Zwei Schwerter sind drei. Du brauchst vier. Kannst du ein Beanie ausgeben? Das tue ich. Das wäre jetzt wichtig, ja? Ich mache einen aus. Come on, einmal die sechs. Okay, ich lasse es sein. Oh. Es soll nicht du sein. Du trittst zwar die Vogelscheuche. Sie knickt ein bisschen ein, aber sie berührt sich keinen Millimeter weg. Sie sehr steht schade. Immer vor Missile. Sehr schade. Gut. Carrie Mortimer. Vor dir steht noch immer. Ja, ich weiß. Liegt in der Nähe mein Schraubenschlüssel. Ja, der liegt noch hier am Podest. Kann ich mir den in einer Feinaktion nehmen? Ja. Oder da steht doch so ein Tischchen, oder nicht? Ein kleiner Podest, ja. Nein, ein Tischchen auf dem Podest. So eine Buchstütze quasi. Ich meine, das meine ich mit Podest. Diese Anhöhe und das kleine Podest. Ja, also das ist kein Tischchen, das ich nehmen kann. Doch. Das ist so ein kleines... Ja. Ja, dann nehme ich das. Nehme ich das und ziehe es ihn über den Kopf. Okay. Guter Plan. Okay. Kämpfen. Ich habe kein Kämpfen. Dann Stärke minus zwei. Naja, vielleicht ist es ein Vier. Ja, vielleicht ist es ein Vier. Nee. Oh. Nein. Das waren Snake Eyes. Das sind 2x1er. Das ist die einzige Methode, wie man kritische Patzer würfeln kann. Ja, aber das sind nur zwei verschiedene Würfel. Dann trotzdem sind es 2 Einser. Das funktioniert nur bei Eigenschaftsproben, wo man den Waldtag und den normalen Würfel würfelt. Ein kritischer Patzer ist etwas sehr Schlimmes bei Savage Worlds. Ich werde es dir aber jetzt hier nicht umso schlimmer machen. Ich sage nur, dass du deine nächste Aktion verlierst. Also in der nächsten Kampfrunde bekommst du keine Gibt es da auch so eine Karte. Tabelle, wo man drauf würfelt, was passiert? Es gibt Tabellen für den Fernkampf dann. Fernkampf-Patzer sozusagen. Aber normalerweise sollte es immer etwas außerordentlich Schlimmes sein, was sich dann meist überlegt, situationsbedingt. Ich könnte jetzt natürlich, das Tischchen fällt auf dich drauf und du liegst am Boden. Der Podest bricht ja doch ein. Aber ich sage jetzt einfach nur deine nächste Aktion. Ich möchte es euch nicht zu schwer machen. Aber ja, das war ein Snake Eyes, das war ein kritischer Patzer. Gut, die nächste Runde. Vielleicht schon die letzte Runde für Miss Therese. Wenn man schlecht würfelt, dauern die Kämpfe in diesem System ziemlich lange. Ja. Vor allem, wenn man keine Waffen hat. Man hat halt nur diese eine Chance und zu niedrig ist, dann... Genau. War's das. Gut, sie. Die Gegner. Gegner sind dran. Ja. Lord Lang. Er hat kein Dolch. Er rennt weg. Er sieht, dass er keine Chance... Er weiß ja nicht, dass du keine Aktion hast. Aber er sieht, dass du nach dem Tisch hingreifst. Nach diesem kleinen Ding. Und nutzt das, um zu verschwinden. Und in den Raum rein? Er springt von dem Ding runter. Ja, den musst du erwischen. Die Gegner sind dran. Ein bewaffneter Butler schlägt mit einem Säbel nach dir. Ja, Säbel. Ah, ich pariere. Das sehen wir gleich. Oh. Wie hoch ist deine... Fünf. Parade? Fünf. Er trifft. Kann ich was würfeln? Nein. Sind 10 Punkte Schaden. Ich habe einen Panzer von 1.
Einen Panzer von 1? Ja, Panzer, 1. Plus 1. Ein schwerer Mantel. Okay. Ja. Gut, das rechnet sich auf deine Robustheit. Wie hoch ist deine Robustheit? Die ist mit dem plus 1 ist sie 6. Gut. Ich habe, was haben wir? 10. 10. 10. Das heißt, ich bin 4 drüber, du hast eine Wunde. Eine Wunde. Okay. Ding. Der Säbel bohrt sich durch deinen Mantel in deine Schulter und trifft. Oh! Sehr gut, sehr gut. Sehr gut nachgedacht. Die Vogelscheuchen sind dran. Und ich traue mich schon gar nicht mehr würfeln. Sie haben bis jetzt immer besser gewürfelt als die Längs. Ach, gut. So, die zweite Vogelscheuche möchte sich das Brautpaar schnappen und geht auf das Brautpaar zu. Wie lange brauchen die, um aus dem Fenster zu klettern? Ja, gleich in der Panik. Das ist einfach unfähig. Ich werde dann gleich in der Geschicklichkeitsprüfe, Geschicklichkeitswurf prüfen, ob er es schafft, aus dem Fenster zu klettern. Gut. So, die Vogelscheuche geschafft ist. Ja, Lady Lang. Die unfähigste von allen. Ja, nein. Sie versucht auch abzuhauen. Sie tut ihren Mann gleich. Du kannst einen Passierschlag machen. Ha! Wenn du willst. Jetzt wird sie fallen. Ihr werdet sehen. Ganz drei. Mal angreifen. Wieder eine 3. Wieder eine 3. Ich würfel nur 1, 2 und 3. Was soll ich machen? Gut. Dann rennt sie zu ihrem Mann und versucht zu entkommen. Wahrscheinlich. Gut. Miss Elena Mortimer. Ich versuche das gleich wie vorhin, nämlich die blöde Vogelscheuche in die Richtung zu treten. Oh, die Vogelscheuche, genau. Die hat jetzt, die brennt lichterloh. Das heißt? Sie steht noch, aber sie brennt lichterloh. Du kannst sie gern treten. Ja, so dass sie hier, die ist zu weit weg. Also ich sage dir nur, das Spiel in der nächsten Runde, die nächste Runde wird sie nicht überleben. Ja, aber ich möchte die andere anzünden. Dann solltest du das jetzt schaffen. Ja, Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Zwei Schwert. Come on, in der Welt. Nein, ich würfel nochmal die Wildcard. Die Wildcard, ja. Verdammt! Du hast noch einen. Einen letzten. Nein, den hebe ich mir auf, falls ich sterbe. Du könntest es versuchen, vielleicht wird es ja. Ich meine, die rechne nicht damit, Die Vogelscheuche bricht dann zusammen und liegt dann da brennend. Ja. Ich sage nur, okay. Die Flamme ist da nicht weg. Die ist dann noch immer ja, da. Nee, es gibt da jetzt könntest nicht eine was. Andere dann auf das Häufchen werfen. Genau. Eben. So viele Möglichkeiten. So, Dr. Mortimer ist dann meines Wissens. Ich bin im Kampf mit dem Bediensteten daher. Genau. 6. Endlich. Trifft. Nur ein stinkender Bediensteter, der hat nicht sehr viel Parade, also du schaffst gut. 3. Du musst über 5 würfeln. 6. Er ist angeschlagen. Du gibst ihn mit. Dong. Nein, mit dem Säbel. Ja, okay, du triffst ihn mit dem Säbel. Blut spritzt. Ja. Er ist angeschlagen. So heißt der Regelterminus bei uns. Gut. So. Therese Whitmore kann ich noch angreifen. Sie lebt. Aber sie wird nicht angegriffen. Nein, nein. Okay. Nein. Die Vogelscheuche hat nicht getroffen. Okay. Die Vogelscheuche brennt. Wieder die 10. Eine 9. Will ich kann. 3. Haha. Das letzte. Ja, dann. Mr. Mortimer. Kann ich die Hexe erwischen? Hinlaufen und einen Schlag führen in meiner Runde. Ja, dann mache ich das. Dann mache ich das. Du hast meine begrenzte Bewegungsreichweite, weil du ein Bein bist. Ja, ich habe 4. Aber es sind weniger als 4. Es ist ein Schritt quasi. Also, ja, das ist. Dann probiere ich das. Meine letzte Chance, wie ich annehme. 4. Nicht gerade gut, aber sollte getroffen sein. Ja, ich lasse es mal. Ich lasse es mal durchgehen. Was für den Schaden? Weil sie abgelenkt ist mit Wegrennen. Weil sie abgelenkt ist. Du musst nur die Robustheit geben. Robustheit 5,5. Zweimal eine 1. Ja, bei Schadenswürfen zählt das Ding nicht mehr bei Eigenschaftsproben. Ja, das sind trotzdem 2 Schaden. Du brauchst 5 für ihre Robustheit. Es soll einfach nichts sein das heute. Ja. Es soll einfach heute nichts sein. Man muss auch sagen, die Spieler sind nicht
gerade ausgerüstet für einen Kampf. Ihr habt ja eine Hochzeit erwartet im Prinzip. Mhm. Also von dem meine Ausrüstung stimmt eigentlich nur, mein. Ich würfel halt. Naja, du hast keine Pistole. So schlecht wie möglich. Du hättest in der zweiten Hand noch eine Pistole führen können zum Beispiel. Dann könnte ich zweimal. Mit einem Abzug auf mehr Aktion, ja. Ah, okay. Aber es erhöht deine Chancen, mehr Schadensausbruch zu geben. Ja. Ist nicht der Fall. Carrie, ich will Mr. Lang nachlaufen und so richtig draufspringen, so von hinten ins Kreuz. Wieso benutzt du nie den Dolch, den du von ihm aufgenommen hast? Der ist creepy, den nehme ich nicht. Okay, aber du hast einen Schaumschlüssel. Habe ich ihn schon aufgehoben? Ja, hast du. Ja, aber trotzdem mag ich es lieber, wenn er nicht steht. Kannst du mir mit dem Dolch einen überziehen, Schraubenschlüssel. Okay, ja, das, ich würde sagen, du kannst es sehr abenteuerlich springen. Von hier auf ihn drauf springen. Ja, ja, mache ich das. Das würde ich sagen. Das ist nicht so schwer. Ich würde dir Stärke. Geschicklichkeit. Ich will nicht, dass die beiden kommen. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Ich mach Geschicklichkeit. Eine 7. Das schaffst du. Du springst auf Lord Lang drauf und er fällt zu Boden. Du stehst nun über ihm. Kann ich noch mit meinem Schraubenschlüssel eins über die rüberziehen? Oder wäre das schon zweite Aktion? Hab ich einen Passierschlag? Ich stehe direkt daneben. Und liegt am Boden. Nein. Nicht auf ihn. Nicht auf ihn. Ja, ich würde sagen, würfeln, Stärkewürfel, das ist der Schaden. 1. Tock. Oder kann ich da noch unsere Einsen. Mit einer 6? Nein, das ist der Schaden. Tja, leider. Leider nicht. Das ist ja die Würfelpech-Runde heute. Mhm. Ja, schaut so aus. Aber es schaut noch gut aus für euch. Wir leben so. Noch. Ihr lebt noch. Ich bin dran, oder? Jawohl. Die Vogelscheuche brennt immer noch lichterloh, nehme ich an. Genau. Dann würde ich da einfach dran vorbeieilen und versuchen, die Vogelscheuche mit meinem Kronleuchter anzuzünden. Ja, das sind weniger als 6 Kästchen. Also das schaffst du mit Leichtigkeit, mit deiner Bewegungsreichweite. Und dann nehme ich an, muss ich auf Kämpfen dürfen. Die Vogelscheuche hier bewegt sich nur noch sehr langsam und macht überhaupt keine Anstalt mehr, irgendjemanden zu schlagen. Ja, und die geht noch immer langsam auf. Genau, ich wollte auf die Geschichte gehen. Moment. Ah, okay, ja. Ich nehme an, dass diese Vogelscheuche, die lichterloh brennt, ihre blöde Sense hat fallen lassen. Ja. Oh. Darf ich mir die Sense im Vorbeigehen noch mitnehmen? Die ist ein bisschen angekugelt, aber das funktioniert ja. Das heißt, ich stecke meinen Dolch weg und. Ja, ist die Frage, was ist effizienter? Anzünden. Ich nehme sie mit, aber ich versuche trotzdem anzünden. Anzünden. Okay. Du nimmst den zweiten Kerzenständer vom Tisch und. Nein, den habe ich ja immer noch in der Hand. Okay, ja. Und ich steck meinen Dolch weg und habe halt die Sense jetzt dafür in der Hand. Mhm. Und jetzt versuche ich hier wieder mit Angriff kämpfen, Vogelscheuche 2 anzustecken. Ja. Eine 4. Das würde ich sagen, geht ohne weiteres. Du versuchst ja nur den Kerzenständer in die Vogelscheuche rein, von hinten so. Genau. Die Vogelscheuche brennt. Würfel, Schaden aus. Wenigstens eine, die hier Progress macht. Stärkewürfel. 4. Oh, der explodiert. Oder explodiert er nicht? 4. Auch Schaden explodiert, ja. Oh. Das ist ein Crit. Das ist 5. Und natürlich die 1 hinten nach. Aber plus 4, weil es ein Feuerangriff ist. Also 9. Das geht über die Robustheit dieser Vogelscheuche. Also bekommt sie eine Wunde. Und sie brennt. Das nächste Runde bekommt sie automatisch Schaden. Gut, das merkt sie natürlich. Lasst sofort von dem Brautpaar ab und dreht sich zu dir. Ich habe eine Sense und einen Kronleuchter. Die Sense, sage ich dir jetzt als Spieler, macht Stärke plus W8 Schaden. Wow. Mhm. Wenn du triffst. Gut, damit war das. Die Gegner sind dran. Mr. Lang. Und er hat seine Aktion verloren, der liegt am Boden. Der liegt am Boden. Mrs. Lang. Die hat ihre Aktion verloren, die hat einfach nur Angst. Da kann ich jetzt nicht viel dagegen sagen. Denn sie hat nur versagt auf ganzer Linie bis jetzt. Der einzige Zauber, der richtig durchgegangen ist, ist der Dunkelheitszauber. Und das war's dann schon. Das ist eine schlechte Hexe. Ohne irgendwas würde ich jetzt sagen, sie flieht und lässt den Mann stichen. Du stehst daneben, du kannst einen Passierschlag. Ja! Ha! Der Passierschlag muss mich retten. Ja. 6. Ja, das funktioniert, ist abgelenkt. Schaden bitte. Oh. Musst. Noch 2 Würfel, die ich schaffen muss. 3? Geht nicht über 3 heute. 5! 8!
8. 8. Ja, sie bekommt eine Wunde. Ha. So. Oh, jetzt stolpert sie und ich hack nochmal nach. Leider. Leider ist es nicht so einfach. Edgar hat die Geschicklichkeitsprobe geschafft, hat das Fenster aufgestürzt und flieht. Und die arme Allison lässt er zurück? Nein, mit Allison. Die zerrt er mit sich. Zieht er mit sich und rettet sie aus dem Haus des Verderbnis. Der Verdammnis. Das wird eine glückliche Ehe. Oh. Ich denke auch. Ja? Gut, Therese Whitmore springt auf den Tisch, hat nachgeladen und schießt auf einen Diener. Badass. Oh. Nein. Trifft sie mal. Sie trifft auf jeden Fall. Dieser Diener bekommt eine Wunde. Gut. Sie steht badass-mäßig auf den Tisch und eigentlich nur mit einem. Hält sich ihr zerrissenes Kleid und schießt. Gut. So, eine Fledermaus, würde ich sagen. Eine Vogelscheuche ist noch da. Gut, neue Runde. Eine Bier. Königin. Die Dame. Die Dame. Noch mehr Damen. Noch mehr Damen in der Runde. Oh, drei Damen. Drei Damen. Carrie, ich lasse großzügig dir den Vortritt. Bitte. Ja, ich ziehe nochmal meinen Schraubenschlüssel über den Kopf. Stärke war das, oder? Stärke, ja. Eigentlich, weil es eine improvisierte Waffe ist, Stärke plus Stärkewürfel. Minus 2 Schaden. Eigentlich. Also Schaden, ja, aber Angriff ist vorher. Ja, weil es ein Nahkampf ist. Ich würde mal sagen, ich habe nicht getroffen. Der liegt am Boden. Das ist ein automatisches Treffen, hätte ich jetzt mal gesagt. Okay. Du stehst über ihm und. Okay, dann. Es ist so erleichtert, dass. 2 Stärke plus. Wie war das? Minus 2. Zweimal Stärke wie okay, dann 3. Okay. Du schlagst auf ihn ein, er versucht dich zu wehren. Fangt an zu weinen. Ja, tut mir leid, ich kann ihn nicht badass rüberkommen lassen, wenn er sowas sagt ging. Eine Frau mit Hosen, sagst du. Eine Frau mit Hosen. Bitte, Eleanor. Ich würde versuchen, die Vogelscheuche mit der Sense niederzusensen. Mhm. Kämpfen. Komm on, nicht hier. Sie hat sich umgedreht, also sie steht dir entgegen. Ich weiß. Voller Paradewert. Du musst über 6 würfeln. Über 6? Wie soll ich denn das schaffen? Wenn ich nur einen 4er Würfel habe, muss ich über 4 würfeln, oder? Er kann auch explodieren. Und du hast, würfelst mit Kämpfen? Ja. Ja, dann musst du explodieren. Ja, das tut er ja ohnehin. Andersfalls versage ich ja sowieso. Ja. 4. Er explodiert tatsächlich. 4! Ah. Guck mal! Und 3, 11. 11. 11, das ist einmal über den Ding, dann macht plus 1 mehr Schaden. Plus 1 mehr Schaden. Okay, ich habe ja diese wundervolle Sense. Stärke plus W8. Stärke plus 1. 3 plus 2, 5, 6. Das reicht leider nicht. Oh. Aber sie brennt noch. Aber sie brennt noch. Aber sie brennt noch. Ich sage mal, diese. Ich sag doch einfach mal, jetzt dieser Schaden zählt dazu. Dann kommst du über die Robustheit und die Vogelscheuche bekommt eine zweite Wunde. Stirb, Vogelscheuche. Wow, unsere Gesellschaftsdame so blutrünstig. Wie in der richtigen Gesellschaft. Du störst diese Hochzeit. Niemand stört mein soziales Treffen hier. Ich habe noch keinen Junggesellen gefunden. Und werde es auch diesmal nicht tun. Oh. Vogelscheuche. Nein, sie ist noch, ich war noch nicht dran. Und die stimmt alles. Ja, und die. Elena sagt schon, ich war dran. Also, befriede das Gebiet. Die ging auch noch nicht. Genau. Die Vogelscheuche versucht natürlich dich anzugreifen. Sie hat natürlich auch eine Mistgabel in der Hand. Und ja, versucht dich zu attackieren. Ja. Nein? Ja, doch, geht sich aus. 4, ich brauche nur 4.
Ja, 4 ist die Schwelle. Nein, ich brauche eine Parade. Wie viel 4. ist eine Parade? Ich habe es trotzdem geschafft, ja. Danke. Nein, du bist nicht drüber, du bist genau drauf. Wie ist das dann? Ist das dann drüber? Nein, genau drauf oder drüber. Ach, schade. Genau drauf oder drüber. Ja, die ist hier. Jetzt geht's rund. Jetzt musst du nur über meine Robustheit kommen. 3. 5. Nein, deine Robustheit ist zu stark. Die Missgabe ist so stumpf. Sie piekst dich in den Bauch. Das bringt nichts. Nein, ja, nicht mehr. Eine nicht genug Schmackes. Brennende Vogelscheuche, die da versucht zuzustechen. Ja, nein, schafft es nicht, deine Dings zu überbieten. Ja, die zweite Vogelscheuche versucht, Miss Whitmore anzugreifen. 1. Nicht getroffen, Gott sei Dank. Gut, ein Diener versucht sich wieder auf dich zu stürzen. Den habe ich verwundet. Mhm. Der hat Angst. Ein sehr treuer Diener. Immer diese Fremdwörter. Ja. Man verzeiht mir meinen Jargon. Ja, hier, W6. Wie viel Verrat hast du? 5. Ja. Gut, das waren die Gegner. Alle anderen versuchen zu fliehen. Ja, nein, Mister. Er liegt. Du stehst noch. Er liegt. Er versucht aufzustehen. Geschicklichkeit. Okay. Ich soll Geschicklichkeit würfeln. Nein, ich würfel Geschicklichkeit. Er schafft es nicht. Er versucht unter dir hervorzukrabbeln, schafft es aber nicht. Rutscht immer wieder aus. Oh Gott. Auf seinen Tränen. Mehr als Jungfrauen opfern kann er scheinbar nicht. Anscheinend nicht. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und auch da versagt er. Was macht die Hexe? Die Hexe rennt weiter. Die sieht, wie ihr Sohn und die jetzt Tochter eigentlich aus dem Fenster springt und versucht danach zu springen. Komm ich ihr hinterher? In meiner Aktion. Nein, weil deine Bewegungsreichweite. Ja, dann töte ich schnell den Bediensteten. 6. Ja, schaffst du. Ich hab nur eine Parade von 5. 5 und 4 sind 9. Robust hat von 5, das heißt, du bist mit 4 drüber, er erhält eine zweite Wunde. Das gibt's ja nicht. Die stehen alle ewig. Jeder Angriff von dir hat bis jetzt eine Wunde gemacht. Du brauchst 3 Angriffe für einen Gegner. Ja, trotzdem. Trotzdem, das ist dir noch zu langsam. Wie gesagt, du hättest auch einen Revolver haben können. Das ist ja ein nie endender Kampf. Ja. Kämpfe sind auch eine große Partie von Savage Worlds. Deswegen versuche ich auch immer wieder, das mit ein wenig Story-Elementen ein bisschen aufzupäppeln. Ja, erzähl doch diesen einen Witz, den du kennst. Wir sind hier gerade in einem Kampf. Da werden keine Witze erzählt, da werden Witze gemacht. Na komm, so ist das Angst. Nicht dasselbe? Hey, jetzt kommst du mir gerade. Ich habe einen Buben. Ja. Du darfst als erstes, ja? Ich darf als erstes. Naja. Haha, Bedienste da. Wie gesagt, Parade 6. 5. Geschafft. 2. Robustheit. 5. 7. 5. 7. Er hat eine dritte Wunde. Ha! Er ist down. Zufrieden. Ja. Schon. Der Bedienstete hat eine Waffe. Genau, Säbel. Keine Schusswaffe. Nein, Säbel. Bedienstete? Säbel. Gut. Eleanor. Wie lebendig ist die Vogelscheuche noch vor mir noch, weil die brennt ja auch halb schon? Tot. Halb tot. Halb tot, du brauchst nicht mehr viel Schaden. Das heißt, die wehrt sich noch. Das heißt, wenn ich diese Vogelscheuche jetzt versuche, mit einem Tritt gegen Mrs. Lang zu befördern. Das ist gut. Das ist auch gar nicht so schwer, weil es ja in einer Linie ist. Eine gewöhnliche Geschicklichkeitsprobe müsst ihr schaffen. Mit Schwierigkeit 4. Standardschwierigkeit. Dann nehmen wir doch mal gegen die 6 her. Jo. 4. Das schaffst du. Die Vogelscheuche wird mit einem Tritt genau auf Miss Lang befördert. Ja, und sie wird davon abgehalten aus dem Fenster. Das ist gut. Das war wirklich. Das war gut. Ein Beni, da schreit nach einem Beni. Das. Ja, sie hat einfach nur einen Tritt gemacht, aber. Naja, aber die Mrs. Lang, das Kleid fängt da jetzt auch Feuer. Wenn nicht dafür, für was denn dann? Für einen Seilschwung mit einem Tritt.
Der ist mit seinen Seilschuhen. Ach komm. Dahin kann sein runter, sonst hätte ich selbstverständlich das Seil benutzt. Sonst hätte ich ja selbstverständlich gemacht. Na, passt schon, aber ganz ehrlich, ihr komisches Tüllkleid, das fängt ja auch Feuer jetzt, ne? Sieh, ich würfel den Feuerschaden aus, ja? Ja, bitte. Sehr gut, sehr schön. Ja, sicher. Mission accomplished. Reicht nicht über die Robustheit, aber die war schon mal eingeschlagen. Sie brennt jetzt. Sie kann in der nächsten Runde, was die Vogelscheuche nicht gemacht haben, sie wird natürlich versuchen, ihr das Feuer zu löschen. Mit einer Geschicklichkeitsprobe schafft sie, würde sie das schaffen. Gut. Gut. Das war deine Aktion. Ja, Miss Karen. Ja, ich ziehe ihn wieder eins über. Hat der eigentlich schon Runden? Nein. Nein. Er wurde ja bisher nur mit Tritten und Halt ihn einfach nur auf. Du könntest ein Manöver probieren. Todesstoß. Sofortiges Töten eines hilflosen Gegners mit einer tödlichen Waffe. Ja, mach das. Schraubenzieher. Tödliche Waffe. Mach Schraubenzieher das. Ist eine tödliche Waffe? Ritualdolch. Ritualdolch. Nein, den nehme ich nicht. Ich würde jetzt mal sagen, könnte ja nicht sogar der Schraubenschlüssel tödlich, denn in dem vorherigen Abenteuer, was man ja auf unserem Channel nachschauen kann, hat sie auch eine ziemlich coole Aktion mit einem Schraubenschlüssel geschafft. Ja, dann, wie geht dieses Manöver? Du musst es nur ansagen und musst es dann schaffen. Dann mache ich dieses Manöver. Der Gegner muss hilflos sein, das ist schon mal... Auf was würflich? Eine ganz normale Attacke. Sprich Stärke. Ja, genau. Ganz normaler Nahkampf. Stärke. ja, du hast ja einen Wald bei, oder? Mhm. Ja. Stärke. 3, 4, 6. Die explodiert. Aber in dem Fall brauchst du es ja nicht. Naja, Steigerung. Ja. Du haust mit dem Schraubenschlüssel einmal auf den Kopf von Lord Lang. Und er explodiert. Und er geht in Flammen auf. Stoß ihm das Ding ins Auge. Eine Platzwunde am Kopf. Er verliert das Bewusstsein. Und rührt sich nicht mehr. Rührt sich nicht mehr, genau. Okay. Lord Lang ist Geschichte. Sehr gut, Carrie! So, gut, das war deine Aktion. Hm? Habe ich noch eine freie Aktion? Ja. Ich möchte mich übergeben. Du kannst dich auch noch bewegen, wenn du willst. Ja, dann bewege ich mich und übergebe mich. Okay. Das ist ziemlich widerlich. Also. Ja, okay, das kannst du. Ja. Ich werde niemals meinen Spielern verbieten, dass sie sich nicht übergeben können. Gut, Miss Therese Whitmore schießt noch einmal auf die Vogelscheuche vor ihr. Also das muss mindestens... Ja, das macht... 18, 18... Das macht zwei Wunden. Sie zerschießt die Vogelscheuche vor ihr. Mhm. Piu, piu. Stroh fliegt durch den ganzen Raum, die Sense kracht zu Boden. Auch die letzte Vogelscheuche ist nun, ja, der Schaden der Vogelscheuche hat nicht mehr, hat schon ausgereicht, um sie, sie brennt ja noch. Jetzt wird sie eigentlich von niemandem mehr bedrängt, Theresa. Genau. Wer ist denn jetzt noch da am Gegner? Drei Bedienstete. Da ist noch ein Bediensteter hier, den hast du ja auch schon gekillt. Nein, das war's eigentlich. Nur noch eine Bedienstete hier. Und die Miss Lang, die versucht sich zu löschen. Und Miss Lang, die versucht dich zu löschen. Danke, dass du es mir gesagt hast. Geschicklichkeit. Sie brennt weiter. Sie brennt weiter. Lichterloh. Was macht man mit Hexen? Burn. Gut, sehr schön, sehr schön, ja. Ja, sie bekommt so viel Schaden, dass sie eine Wunde bekommt. Sie hat schon eine Wunde, das heißt, sie braucht nur noch eine Wunde. Dann ist sie auch tot. Wahrscheinlich die letzte Runde jetzt. Ist jetzt eigentlich der Mr. Lang tot oder nur bewusstlos? Indisponiert auf alle Fälle. Indisponiert. Von deiner Sicht aus. Oh, nochmal. Weil es lustig ist. Mal sehen. Vier. Eine 9. Die Dame. Dann dürfen die Gegner, also der eine arme Bedienstete. Der eine arme Bedienstete. Ich werde auf Mumm würfeln. Das gibt's. Ob er da bleibt. Lustigerweise, Fun Fact, dieses One-Shot ist noch mit einer alten Version von Rippers geschrieben worden, wo es noch Mumm gibt und deswegen gibt es hier noch den Mumm-Wert. Das ist dann aber weggegeben worden, weil hat man nicht so oft gebraucht. Aber ich werde diese Situation jetzt nutzen. Ja, geschafft. Er bleibt stehen und kämpft weiter. Und
Ja, er versucht natürlich Miss Lang zu helfen und versucht dich anzugreifen. Ja, soll er mal versuchen. Ja, er hat Mumm gewürfelt und hat Ich denke auch, dass er da auf verlorenem Posten steht. Schau ihn böse an. Und mit der Sensor im Rohleuchter. Also, willst du das wirklich tun? Bitte, Mr. Mortimer. Gut. Was werde ich tun? Ja, ich kümmere mich tatsächlich um Miss Lang. Okay. Und versetze ihr einen Tock, tock, tock. Das geht sich sogar genau aus mit 7 Distanz. Ja, du musst über 6 kommen. Und über 6. Explodierenden Schadenswürfel? Ja, auch Schadenswürfel. Wow. 6 sind das 10. 11. Ja, 11. Das reicht vollkommen. Wie gesagt, so mit dem ersten Würfel bist du auf über ihren Robustheit gekommen. Du stichst zu. Das war der Todesstoß. Oh. Und sinkt zu Boden. Ich ziehe den Säbel heraus und wische das Blut am Ärmel ab. Da liegen genug Servietten am Tisch. Und lass ihn dann sehr, sehr behende in die Scheide zurückgleiten. Gut. Vor mir steht der Bedienstete. Ja. Ja, ich möchte ihm gern den Kronleuchter ins Gesicht werfen. Tja. Geschicklichkeit nehme ich an. Geschicklichkeit. Dies gelingt mit einer 5. Ja, das schaffst du. Ja. Parade ist nur 5 für ihn. Schaden bitte. Mit Stärkewürfeln? Stärke, ja. Ich würde sagen, genauso wie bei Miss Carrie, 2-mal Stärke, minus 2. Ist der Schaden. 4 explodierender Würfel. 3 sind 7, plus der zweite normale. 2, also 7. Ja, das. Ja. Faust ihm den Kronleuchter ins Gesicht. Also ich werf ihn so. Peng! Er kriegt auf jeden Fall eine Wunde. Und seine Haare fangen an zu brennen. Ja, irgendwas sind nämlich bei Ghost Rider. Er taumelt auf jeden Fall zurück und hat seine nächste Aktion nicht. Ist er vielleicht geblendet? Ja, natürlich ist er geblendet. Also ich meine, geblendet im Sinne von blind. Nein, so arg nicht. So arg nicht. Will ich nicht sagen. Mr. Reese Whitmore schießt nochmal eine Salve genau auf diesen Diener. Ja, okay. So, Schaden. Er bekommt auf jeden Fall eine zweite Wunde. Ja, nein, nur eine zweite Wunde. Gut, er steht noch. Aber ja, ich würde sagen, er kämpft auf verlorenen Posten, also würde ich sagen, dass er auch eher nicht tot ist, aber kampfesunfähig zusammensackt. Indisponiert in der Ecke. Indisponiert, ja. Die ersten Gäste verlassen schon, also haben schon teilweise fluchtartig das Gebäude verlassen. Der Reverend bekreuzigt sich nicht nur und rezitiert einige Gebete. In welcher Sprache? Latein natürlich. Ja, wahrscheinlich Latein. Und das war wieder die nächste Welle. Nein. So nicht, ja. Und ihr habt den Encounter geschafft. Ich sehe ja zuerst nach meinen Töchtern. Seid ihr verletzt? Nein. Vater, es ist wirklich bedauerlich, dass die gesellschaftlichen Events, auf denen wir eingeladen sind, immer in einem Desaster enden. Bedauerlich? Ja. Dieses Wort benutzt du für dieses Chaos und Gemetzel? Bedauerlich? Da sind Leute tot. Carrie, Contenance in jeder Lebenslage. Nein, ich springe jetzt aus dem Fenster. Okay. Ich humpel dabei zu Theresa. Ja, sie steigt. Sie sieht, als das Gebiet befriedet ist, steigt sie vom Tisch und sieht nach den Verletzten und ob es. Das wollte ich eigentlich gerade bei ihr machen. Ob es den Grahams gut Theresa, geht. Theresa, sind Sie verletzt? Ah, Mortimer, ja. Ein wenig, aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Wie geht es Ihnen schlimm? Ja, das ist eine Untertreibung von Ihrer Seite. Das ist eindeutig eine Untertreibung von Ihrer Seite. Theresa, setzen Sie sich hier auf den Stuhl. Ich schaue mir die Wunden an. Sie sehen wirklich sehr schlimm aus. Und ich kann das beurteilen. Ich bin mein Leben lang Arzt gewesen. Danke, aber sehen zuerst nach den wirklich kritischen Fällen. Gibt es denn welche? Nein. Es gibt Tote. Es gibt Tote und es gibt die nicht so schlimm aussehen. Ich habe meine Arzttasche nicht dabei, so versuche ich, Ihre Wunden so zu verarzten, wie ich es kann. Ja, okay, ja.
reißt ich dein Hemd entzwei. Nein, das ist... muss ich eine Heilprobe machen? Nein, du bist so geübt. Okay. Das sind jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Schrapnellen musst du entfernen oder so. So okay. ist es nicht. Okay. Also es ist wirklich so rudimentäres Erste Hilfe. Da brauchst du nicht würfeln. Du bist so souverän da drin. Okay. Das brauchst du nicht. Was sage ich so beiläufig? Wir haben beide Längs erwischt. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, so etwas Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Was? Dass das hier passieren würde, haben Sie gedacht? Naja, nein, nicht so direkt, aber dass etwas faul ist. Nun wissen Sie, mein guter Samuel, ich habe Ihnen etwas verschwiegen. Ach. Ja, in Wirklichkeit gehöre ich zu einer Gruppe von Menschen, die sich gegen die Finsternis stellen. Wissen Sie, wir nennen uns die Ripper. Ja, ich weiß. Wirklich? Woher wissen Sie das? Sind wir denn auch bei denen? Jetzt, nach dem Ende? Ja, eigentlich schon. Das hängt etwas in der Luft. Nein, ihr seid... Also, sind wir Mitglied einer Loge? Oder? Nein, noch nicht. Okay. Aber ihr seht jetzt, ihr habt Zugriff zu allen... Sagen wir so, wir sind bei dem Zwischenfall im Naturhistorischen Museum mit einem von ihnen in Berührung gekommen. Oh, wirklich? Mr. Jones, keine Ahnung, ob ihn der Name etwas sagt. Phoenix Jones? Ja, ganz genau. Der berühmte Ripper aus den Staaten? Er war recht behende mit seinen Revolvern. Ja, er hat mir selbst ein paar Tricks gezeigt und sie deutet auf ihren maßgefertigten Schießeisen. Oh, Sie kennen den Gentleman also? Ja, ich habe ihn schon oft getroffen. Nun, vielleicht dürfte ich Sie unter den gegebenen Umständen auf mein Anwesen einladen zu einer Hochzeit? Aussprache. Ja, natürlich. Auch werden, wenn ich mir Ihre Wunden so ansehe, umfangreiche Nachbehandlungen vonnöten sein. Ja, das glaubt sie dir so. Na gut, du bist hier der Arzt, ja? Ja, dann sehe ich nach meinen Töchtern. Immerhin habe ich peripher mitbekommen, dass eine von ihnen gerade aus dem Fenster gesprungen ist. Ja, das stimmt. Gut, ja, die Gäste sammeln sich wieder, auch die Grahams sammeln sich wieder und sehen verstörend auf das Massaker, das hier vonstatten gegangen ist und können sich eigentlich nicht so richtig erklären, was hier passiert ist. Dann humpel ich vorbei zu dem Fenster und sage noch: Sehen Sie, was passiert, wenn man Hochzeiten arrangiert? und Miss Whitmore versucht natürlich Trost zu spenden. Und natürlich wird auch der erste Suchtrupp losgeschickt auf der Suche nach Edgar und Allison, die irgendwo weg. Dürfte es eigentlich nichts mehr passieren. Tendenziell, ich bleibe hier auch natürlich hier. Ja, natürlich jetzt, wo die eigentlich die Ehe vollzogen ist. Ist sie schon vollzogen? Na, die haben sie aber wenig Zeit gelassen. Also jetzt, wo eigentlich draußen nichts Busch vor dem Reverend das Ja-Wort gegeben wurde und die Familie Lang ja eigentlich tot ist. Ist Edgar der einzige Erbe? Ja, schon, aber eigentlich... Mr. Edward Lang. Dem interessiert eigentlich nur das Reisen, ne? Also wird. Nein, wenn er seine Ehe gerade vollzogen hat. Also wird jetzt wahrscheinlich die gesamten Geschäfte auf die Grahams rübergeworfen. Also Win-win. Win-win, eigentlich, ja. Nein, und vor allem die Grahams bedanken sich persönlich bei eurem tätigen Einsatz. Alle anderen waren unfähig, aber ihr habt wirklich Einsatz und Initiative gezeigt. Ja, um ehrlich zu sein, haben wir einfach nur um unser Leben gekämpft. Ja, ihr hättet auch wegrennen können, so wie Edgar und alles. Ich sehe so auf meine Krücke. Ha, guter Witz. Du kannst keinem mehr was vormachen. Du hast getanzt. Du hast ziemlich gut getanzt. Also von dem her, und du hast dich gut geschlagen. Also du hättest auch einfach... Eigentlich nicht, aber... Was denn? Ihr habt tapfer gekämpft, ihr habt es geschafft. Mhm. Ihr habt ein Ritual verhindert, das, ja, wahrscheinlich viel, viel größere Katastrophen ausgelöst hätte, als es hier dieses kleine Massaker hätte gegeben können. Ja, natürlich seid ihr alle geschockt und auch die alle anderen Bediensteten waschen ihre Hände in Unschuld und sagen so, wir haben nichts davon gewusst. Alle, die eingeweiht worden sind, waren bewaffnet. Ob ihr das jetzt nun glaubt oder nicht, ist
euer Belang? Ah ja, wie dem auch sei, bitte entschuldigen Sie mich, ich muss nach meiner Tochter suchen. Sie hat einen Menschen getötet und wird wahrscheinlich dementsprechend verstört sein. Ich humple weg. Ja, da hält sich keiner auf. Man schaut, was man noch machen kann eigentlich mit etwaigen Verletzten. Und ansonsten, die Toten werden hinausgebracht und aufgebahrt sozusagen. Also es war ein Massaker, aber ihr habt es überlebt und ihr habt das Beste daraus gezogen, dass ihr so viele Leute wie möglich beschützt. Eleanor, hilf mir nach Carrie zu suchen. Was auch sonst? Das war keine Bitte. Natürlich, Vater. Gut, und somit beenden wir das Kurzabenteuer Erntefest. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Kampfsektion war ein bisschen länger geraten, aber ja, so ist es bei Savage Worlds. Ich hoffe, es war... Ja, wenn das System so ist, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, dass ich vielleicht in Zukunft aus etwaigen Geplänkel etwas ergeben könnte. Finde ich besonders lustig. Könnte sein. Das könnte natürlich sein. Das freut mich natürlich immer, besonders wenn man so Abenteuer verstecken kann. Bevor wir schließen, was wäre passiert, wenn das Ritual beendet wäre? Ich würde sagen, wir machen auch wieder ein kleines Was wäre wenn und was ist eigentlich passiert im Hintergrund, weil das ist eigentlich immer etwas, wo die Spieler größtenteils im Dunkeln tappen. Ich erkläre dann gleich noch das Abenteuer, was eigentlich da jetzt war, was eigentlich passieren hätte können und gehe noch auf die Fragen von Spielern ein. Also, weil ihr das auch noch sehen wollt, bleibt dran, wir sehen uns gleich. Bis bald!